Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Herzlich willkommen, meine Lieben. Hier ist die nackte Wahrheit über die ehemalige DDR. Wahrscheinlich entwickeln wir uns im Augenblick zu einer neuen, vielleicht islamistischen DDR, ich weiß es nicht. Aber wie ist die Wahrheit über die DDR, die von so vielen, auch ehemaligen DDRlern, nicht allen, aber vielen, schön geredet wird? Die Wahrheit ist doch folgende. Die DDR war ein Elendsstaat, ein Misthaufen. Ja, nicht für die Auserwählten, nicht für die IMs, wie IM Erika und IM Larve, ihr wisst schon, wen ich meine, für die nicht. Aber der Rest hat doch gedarbt. Was hat man also gemacht? Man hat sich zusammengeschlossen und da kam etwas Positives. Wir gegen den Staat. Die haben versteckt gegen den Staat rebelliert. Wir dürfen hier wenigstens offen gegen den Staat rebellieren, der wahrscheinlich genauso korrupt ist wie der in der DDR. Wer die Wahrheit über die DDR erfahren will, der liest dieses Buch, Die Mauer. Meine Lieben, das folgende Lied wurde veröffentlicht 2 Jahre vor dem Fall der Mauer. Da sage ich den Fall der Mauer voraus in dem Lied. Die Mauer, eines Tages stürzt sie ein, haben sie alle gelacht, das kannst du nicht bringen. Platte kommt in den nächsten paar Monaten raus. Schön mit der Ruhe. Ja, die Wahrheit braucht Zeit. Meine Lieben, die Wahrheit, wie sie auch hier in dem Buch Die Mauer beschrieben wird, war doch so. Und Leute sind dafür ins Gefängnis gegangen, weil sie meine Lieder gehört haben. Weil sie die nackte Wahrheit erfuhren dann. Früher war das so, pass auf, das erfahrt ihr von niemandem, das erfahrt ihr nur von diesem Buch. Und ehemalige DDRler werden mir recht geben. Dieses Schöngerede muss aufhören. Also, jemand ging für mich ins Gefängnis. In der DDR, ja, selbstverständlich. Pass mal auf. Wenn jemand in der DDR deutsches Fernsehen oder Radio oder deutsche Lieder hören wollte, also Hits von Christian Anders, in dem Fall war es, geh nicht vorbei. Dann machst du Folgendes. Du nimmst ein kleines Radio, klebst es an die Tür, stellst Ostradio ein. Ja, ja. Und wenn ein IM kommt, wie IM Erika, IM Larve und die wir alle kennen, und hält die religiöse Tante und hält den Kopf daran, weil der Vater war ja Pfarrer, hält den Kopf dann ran und sagt, die will ja lauschen, die will ja wissen, was hören die Nachbarn? Und wenn die Nachbarn irgendwas hören, was sie nicht gehört, dann müsst ihr das melden. Ja, ist es bei uns anders in gewisser Weise nicht. Bald wird es die Rauchpolizei, die Atempolizei geben. Atmest du zu viel CO2 aus? Ja, ja, ja. Aber, pass auf. Damals war das so. Da hast du also das Radio rangeklebt an die Tür und der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schand, nämlich Ostradio. Dann hat der Ostradio gehört. Sagt er, oh ja, die hören das, was man hören soll. Und die Hörpolizei ist wieder abgerückt. Drinnen haben sie aber gehört, geh nicht vorbei. Von Christian Anders. Als ich dich fand, ging eine Sonne auf. Und der Himmel war so nah. Das haben sie gehört. Und jemand hat aber vielleicht vergessen. Der hatte vergessen, das Radio anzupappen und hat Christian Anders gehört. 3 Monate Gefängnis. 3 Monate. 3 Monate Gefängnis. Für Christian Anders hören. Das ist die Realität. Ja? Naja, wie ist es heute? Hörst du ein paar Lieder von Dritten Reich oder sowas, kann der Nachbar ans in die Tür gehen und sagen, der hört Nazi-Lieder. Naja, hat auch ein Problem. Ich sag nur, schönt doch diesen Mist nicht, sondern seid bereit für die Wahrheit. Und das nachfolgende Lied, das 2 Jahre vor dem Fall der Mauer veröffentlicht wurde,
Das hat den Fall der Mauer vorausgesagt. Die Mauer heißt es. Auf Englisch the wall. Und in diesem Lied sage ich den Fall der Mauer voraus. Damals hat man gesagt, das können wir doch nicht veröffentlichen, so ein Quatsch, die Mauer wird doch nicht fallen, so ein Blödsinn. Der anders wieder mal, das ist ja, naja, der hat wieder zu viele da. So, 2 Jahre davor. Kommt jetzt in den nächsten paar Wochen dann wieder raus, okay. Die ganzen Kopfnick-Leute, ja, ja, die ehemaligen DDRler, nicht alle, aber viele. Oh, hier ist es ja schlimmer als in der DDR. Wirklich? Wirklich? Weißt du, in was für einem Dreck du gelebt hast? Ja, na, die Auserwählten nicht. Die haben da alles gehabt. Sogar die Huren aus Westdeutschland. Davon rede ich nicht. Ich rede von dem, und meine Lieben, ich wiederhole es immer wieder, das Gute an dieser Drecksituation der Mauer, an diesem Unrechtsstaat, das hatte was Gutes. Die sind näher zusammengerückt. Wir gegen den Staat. Und ja, so ist es heute auch bei uns. Wir gegen den Staat. Schaut euch doch mal diese Geisteskranken an, die uns heute regieren. Wir leben in einer geisteskranken Welt, regiert von Geisteskranken. Aber versteht ihr, man muss doch die Kirche im Dorf lassen. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Lied Die Mauer. Und hier könnt ihr mal sehen, die Mauer, Liebe ist stärker. Da werdet ihr sehen, wie die Liebe den Unrechtsstaat DDR sogar überwinden konnte. Ich liebe euch alle. Ich habe lange überlegt, ob ich meine Geschichte erzählen soll, denn schließlich passiert es jeden Tag, dass sich zwei Menschen treffen und ineinander verlieben, so wie es mit uns geschah. Und doch war alles auch ganz anders, weil wir nie eine wirkliche Chance bekamen, uns füreinander entscheiden zu dürfen. Deshalb erzähle ich meine Geschichte, und weil es etwas gibt, das auch eine Mauer nicht unterdrücken kann, und das ist die Stimme unseres Herzens. Sie weist den Weg, den eine höhere Macht für uns bestimmt hat. Es ist der Weg der Liebe. Ihn und nur ihn dürfen wir gehen, denn am Ende dieses Weges wartet immer auf uns, ob in dieser oder einer anderen Welt, der Mensch, den wir lieben. Wir wollten nur glücklich sein. Du und ich lebten in der Illusion, eines Tages sind wir für immer vereint. Geht sie frei, habe ich so oft gepflegt, doch die dort oben sagten nein, weil in ihrer Welt ein Mensch nichts zählt. Doch ich finde zu dir, ich hol dich dort raus, ich lasse dich nicht allein. Die Mauer hat uns getrennt, die Mauer gnadenlos und fremd, die Mauer gebaut von Herzen aus Stein. Die Mauer, die dich umgibt, die Mauer hat uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stürzt sie ein. Meine Briefe an dich kamen stets zurück. Wir durften uns nicht mehr sehen. Sie haben dich und deine Freunde bedroht, doch du bliebst stark. Da sperrten sie dich an. Doch ich finde zu dir, ich hol dich dort raus, ich lasse dich nicht allein. Die Mauer hat uns getrennt, die Mauer gnadenlos und fremd, die Mauer
gebaut von Herzen aus Stein. Sie steht zwischen unserem Glück und doch hat sie uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stürzt sie ein. Du und ich, das ist mehr als Worte sagen können. Das ist stärker als alle Ketten dieser Welt. Unser Glück, das können sie uns nehmen, aber unsere Liebe nicht. Halt aus, mein Liebling, bis wir wieder beieinander sind. Halt aus. Die Mauer, die dich umgibt, die Mauer hat uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stürzt sie ein. Ich habe sie nie mehr wiedergesehen. Alle meine Nachforschungen blieben ohne Erfolg. Doch manchmal, wenn ich allein bin, dann glaube ich, ihre Stimme zu hören. Die Mauer hat uns getrennt. Die Mauer, gnadenlose Fremd. Die Mauer, gebaut von Herzen aus Stein. Sie steht zwischen unserem Glück und doch hat sie uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stürzt sie ein.